Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Planet Nomads. Ja, wir sind hier wieder im Spiel und wollten hier so ein Beacon hinstellen. War das die 8? Ne, das war nicht die 8. Haben wir ihn weggemacht? Ich glaube, wir haben ihn weggemacht, den Beacon, ne? Der ist gar nicht mehr dabei. Das sind alles Wandteile. 5 ist der Generator. Den setzen wir da mal hin und dann müssen wir den wohl nochmal den Beacon auswählen, ne? Das ist Basic. Das sind die anderen Teile, Mobility. Da ist er. Machen wir mal dahin. Passt dann, ne? Und das ist, glaube ich, eine Lampe, ne? Die schmeißen wir mal auch noch dahin. War das jetzt eine Lampe? Ja. Gut, das weg. Wir gehen dann auf die 4. Schon den Beacon rein. Gehen auf die 3. Und machen wir hier Licht hin. Gut, dann Modus wechseln. Ah, ist der jetzt ausgeschaltet? Aber eingeschaltet ist die Frage, ne? Ich glaube, jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Genau, und Stecker dran und Beacon an. Und Stecker dran und Licht an. Läuft. Gut, das bedeutet, wir schalten wieder um. Jetzt müssen wir nur die Geschichte loswerden. So, auf 1. Und auf E und auf weiterfahren. Ja. Östlich halten. Gucken, dass er hier vorbeifährt. Diesen Strauch oder dieses Blatt habe ich noch nicht gesehen. Ja, müssen wir schauen. Ja, jetzt fängt es an zu regnen. Gucken, dass wir hier weiterkommen. Dunkel wird es dabei auch. Licht ist aber an, kein Ding. Ja. Schönes Tal hier, ne? Zieht sich lang. Steigen wir geradeaus, gucken noch. Ah, wir sehen unseren Beacon noch. Fahren wir weiter. Da liegt ein Stein im Weg. Fahren wir rum. Okay. Ja, hier geht's im Berg hoch. Merkt man wieder so knapp, ne? Okay, den Stein überfahren wir jetzt doch tatsächlich. Oder auch nicht. Hintere Räder haben das dann nicht so leicht verkraftet. Aber irgendwas geht. Dann wird es wieder heller, kommt der blaue Himmel raus, Regen hört auf. Schön. Ja, wir steigen nochmal raus, gucken nochmal. Da hinten können wir noch sehen, den Beacon. Einsteigen, weiterfahren. Ja, wenn man jetzt Rückspiegel hätte, ne, wo man reingucken kann, ne, aber ist nicht. Fährt nur vorwärts das Auto. Hätten wir wohl dran bauen müssen, ne? Gut. Die Landschaft sieht aber jetzt nicht gerade so aus, als ob wir schon mal dagegen gewesen sind. Fährt sich super schnell. Osten halten ist auch schon schwierig. Jetzt ging es gerade ein bisschen runter und jetzt geht's hoch und wir kommen ganz schwer wahrscheinlich hoch. Ja, geht aber. Windig.
Ja, die Blätter von dieser Pflanze da rechts bewegen sich auch. Wir kommen langsam hoch. Wenn wir oben wären, würde ich sagen, können wir da mal anhalten. Ob wir noch den Beacon sehen. So. Müssen ja auch ein bisschen links, rechts gucken, falls irgendwo. Die sind die. Entschuldigung. Die wir schon gebaut haben, ne? Ja. Da hinten ist recht viel Wald, ne? Also ich würde jetzt fast sagen, wir steigen hier einmal aus. Gucken da gerade nochmal nach. Ah, den können wir noch sehen. Da ist auch ein Licht neben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, den könnte man schon nicht mehr sehen. Dann fahren wir noch ein Stück weiter. Ja. Fahren langsam hier hoch, ne? Auch interessant, was da so für Gebilde sind, ne? Tja. Sind wir jetzt irgendwie oben, oder? Jedenfalls ein Stück oben. Aber wir fahren so weit nach rechts rüber. Werden aber wahrscheinlich gleich das Problem haben, dass wir diesen Hügel ausweichen müssen, oder? So, jetzt geht's schneller voran ein bisschen. Ja. Vielleicht kommen wir da hoch. Zwei, sechs, zwei, zwei. Ja, 1,9 sehen wir da noch, 1,8. 1,7 war da auch, aber er quält sich da hoch. Geht. Eins, vier. Eins, fünf. Eins, A. So, einmal gerade aussteigen. Und wo haben sie es angezogen? Beacon ist noch zu sehen. Gucken wir mal, dass wir auch nochmal hochkommen. Klappt. Jetzt geht's abwärts. Allerdings etwas unbequem abwärts, ne? So, nächste Hügel vor uns. Geht aber wohl auch hoch. Links, rechts ist nichts zu sehen. 1, 3, 1, 2. 1, 1. 1. Ja, wird schneller. 1, 0. Ach so, das ist nur im Scheinwerferlicht was. So eine Pflanze angeleuchtet. Hatte jetzt gerade schon Sorgen. Irgendwie fährt er gerade nicht so, wie ich möchte. Okay. Jetzt fährt er gar nicht, glaube ich, sondern rutscht nur, oder? Irgendwo müssen wir jetzt schauen, dass wir langkommen. Irgendwie hängen wir irgendwo fest.
Na, das ist ja super. Okay, da ist irgendwas gerade umgefallen. Das war jetzt weiter runterrutschen, weil lenken wir das jetzt nicht. Ein dicker Baum ist das hier, oder? Könnte sein, ne? Gesehen habe ich den nicht eben. Muss mal gerade noch mal gucken, ob wir irgendwo noch was sehen. Nee, dieser Beacon, der alte, ist weg. Dann würde ich sagen, Strom hier hin. Die vier daneben. Die drei dazu. Und Modus wechseln. Einmal da dran. Und da dran. So. Es hat viel Krach gegeben, ne? Modus wieder zurück. Eins und E. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie wieder wegkommen. Okay, er fährt auf jeden Fall wieder ein Stück. Und da ist Osten. Dann halten wir uns wieder gen Osten, oder? Da müssen wir ein paar Steine umfahren. Klappt das? Ja, sieht gut aus. Und ich glaube jetzt ein bisschen rechts halten. Dann kommen wir dort nebenher, oder? Ja, gut. Hier ist nirgendwo ein Beacon zu sehen. Weiter gen Osten. Weg ist die Pflanze. Den Buckel schaffen wir so. Sollte man meinen. Da ist ein etwas größeres Steinvorkommen. Oh, da hat es den Baum erwischt. Dann müssen wir den so rumfahren. Geht aber auch. Da ist gleich wieder ein Baum im Weg. Nichts zu sehen hier. Ja. Gräulich geworden in der Nacht. Kurz gucken, dass wir um den Stein rumkommen. Okay, das hat auch wieder nicht geklappt. Irgend so ein kleines Teil auf der Lichtung hier und schon kommen wir nicht weiter, ne? Sowas. Ist alles nix. Noch der nächste Hügel wieder. Da oben müssen wir mal gucken, ob wir den Beacon noch sehen. Läuft, ne? Ja. So eine Karte wäre ganz schön, wo man ist, ne? So, jetzt geht's wieder weg hoch. Verdammt langsam. Da ist Mond, oder? Oder ist es eine Zwillingswelt? Das ist auch noch eine Frage. So.
Er kreucht langsam hoch. Ja, das ist ein Mond. Oder zweiter Planet, könnte auch sein, ne? Ja, wir sehen hier schön den Mond aufgehen, wenn es dann einer ist. Quälen uns hier den Berg hoch. Schweres Unterfangen. Ja, der ist weg, der Mond. Komm schon. Weiter hoch. Es gestaltet sich schwierig. Okay. So, jetzt kämpfen wir hier den Berg hoch noch. Bisschen rechts müssen wir uns halten, also östlich. Kommen wir den Berg hoch. Oh, war das jetzt ein Blitz oder? Ne, ist nur so heller geworden, ne? Ich hatte gerade die Vermutung, es wäre ein Blitz gewesen. So, hier ist gerade eine gute Stelle, um Pause zu machen. Und dann sehen wir, da wird noch ein Himmel beleuchtet. Da ist der Mond. Ja. Auf ein neues. Da will ich noch hoch. Quälerei. So. Hier bleiben wir irgendwie hängen. Komm schon. Warum will der denn nach rechts da nicht? Fahr doch mal nach rechts. Komm. Ich will da links gar nicht hin. Ich will nach rechts. So. Sieht doch ganz gut jetzt aus hier der Weg. Ja. Wird wieder hell, Sonne geht auf. Letzte schwierige Stelle, glaub. Jetzt geht es dann ein bisschen runter. Okay. Gut. Ist ein bisschen bewölkt. Jetzt, wenn wir hier gleich so sind, dann steigen wir mal einmal aus. Schöne Ebene hier. Gut, jetzt sind wir gerade. Ich sehe nichts mehr, der Beacon ist weg. Das heißt, wir bauen hier in der nächsten Folge einen neuen hin. Ja. Würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.